So, willkommen zurück bei Silent Hill Shattered Memories. In der letzten Folge sind wir hier mit Sybil im Auto gefahren und eigentlich wollte sie nur mal gucken, was hier draußen los ist, aber jetzt ist sie nicht mehr da. Next to Miles. Next 10 Miles, nicht next to Miles, oder? Ja, das wäre es ja noch, wenn wir hier jetzt so einen Wildunfall hätten. Rehe, Hirsche. Einfach mal schön in alles reinrennen. Ich kann mich gerade hier an diese Hütte gar nicht mehr erinnern. Was ist denn das? Oh, auf jeden Fall kommen hier schon wieder irgendwo solche Störsignale vom Handy. Eine neue Nachricht. Damn it, Mom. Why do you never pick up? I need you. I'm at a party in the woods, but I'm feeling uncomfortable. I need you to come pick me up. Okay, irgendein Mädel war halt hier auf einer Party in dieser Hütte, denke ich mir, dass das in dieser Hütte war, und wollte dann abgeholt werden. Okay, kann man sich das irgendwie. Staatliche Forstbehörde 555-8733. Da rufen wir doch mal an. 555, ach, steht da unten auch 8733. Kann ich denn wählen? Ach so, wählen. You've reached the State Forestry Department. Due to the active severe weather warnings, all department staff are off duty. In the meantime, if you have a query relating to state parks and forests, you may visit our website. In the event of emergency, please contact local emergency services. Na super, sollen wir die Webseite besuchen? Haben wir denn überhaupt ein internetfähiges Handy? Nein, natürlich nicht. Hat das schon mal ein Smartphone und kann nicht mal ins Internet damit. Das ist natürlich auch doof. Okay, was haben wir hier? Könnte? Nee, doch nicht. Ich wollte jetzt gerade sagen, es könnte ein Kinderzimmer sein. Aber. Nee, das wollte ich gar nicht, Harry. Aber das sieht doch eher, ja, einfach nur nach so einer. Wie so eine Jugendherberge halt. Nee, das ist definitiv kein Kinderzimmer hier mit Ofen und so. Können wir da irgendwas machen? Nee, das ist nur das Fenster. Okay, aber da hinten diesen Erste-Hilfe-Schrank, den können wir öffnen. Die Frage ist nur, wieso? Ich wollte gerade sagen, was finden wir hier drin? Weil Erste-Hilfe-Kästen brauchen wir ja gar nicht. Oder gibt es in dem Spiel. Nee, nee, es gibt doch hier keine Erste-Hilfe-Kästen. Nee. Schön. Schön, jetzt sind wir wieder draußen. State Department Natural Resources. Da ist auch noch ein Schild, da gehen wir jetzt auch noch mal hin. Aber da steht wahrscheinlich das gleiche drauf. Ja. Boah, ich muss auch mal öfter hier auf die Karte, glaube ich, gucken. Damit ich mich nicht komplett verlaufe. Also da hinten ist der Weg. Ich will da jetzt nicht zu weit von abkommen. Aber ich möchte auch ungern hier im tiefsten Wald irgendwas verpassen. Weil es wäre schon schön, wenn wir recht viele von diesen Echosprachnachrichten oder Echofotos hätten. Okay, da geht es auf jeden Fall runter zum Wasser. Ich weiß es nicht, ob ich hier in den tiefsten Wald mal reingehen soll. Aber so tief ist der tiefste Wald gar nicht. Na gut, ich laufe einfach mal hier am Wasser entlang. Und es ist eigentlich so beruhigend zu wissen, dass man Silent Hill spielt und dass nicht einfach so Monster auftauchen. Das merkt man ja dann halt, wenn die Welt sich hier verändert und dann kann man sich ja darauf einstellen. Nicht so wie bei den anderen Teilen, dass dann plötzlich mal so, boah, so eine Krankenschwester da rausspringt. Ist halt ein komplett anderes Konzept, ein ganz anderes Prinzip von Silent Hill, aber doch cool. Angelbestimmung für den Fluss, Ministerium für Naturschutz. Okay, Daily Bag Limit ist 4 Fish. Okay, und er war als Kind oft angeln. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal in die Angelhütte hier rein. Da kannst du dich doch bestimmt, da fühlt sich doch bestimmt wohl, Harry. Das gefällt dir doch, oder? Oh, öffnen? Was kann ich da öffnen? Das war doch jetzt nur die Tür.
Veräppelt mich doch nicht hier. Ich sehe schon wieder Sachen, die gar nicht da sind. Klettern? Ach, da können wir raus. Ach, wie schön. Also, wenn es hier hell wäre, dann sähe das bestimmt ganz nett aus. Mit so einem kleinen Steg. Hier kann man bestimmt auch mit Booten rausfahren. Ja, da steht doch ein Boot. Ein kaputtes natürlich. Öffnen. Müssen wir hier schon hin? Ich weiß gar nicht, könnten wir jetzt da... Nee, ich glaube, da war nichts mehr. Okay, auf in das nächste dunkle Waldstück. Ach, das macht doch immer so viel Spaß. Hier können wir hoch, aber ich möchte erstmal gucken, was hier noch ist. Weil ich mich da, wie gesagt, echt nicht dran erinnern kann, auch wenn ich das Spiel hier schon zigmal gespielt habe. Staatliche Forstbehörde, ach so, ja, was auch sonst. So, da ist noch irgendein Haus. Oh, hier ist wieder eine Nachricht irgendwo. Ah, da. Da liegt irgendwas. Okay. Neue Nachricht. Ansehen. Mann, jemand hat der Neuen was in den Drink getan und es ist aus dem Ruder gelaufen. Wurde völlig wild und verrückt. Irgendwie tut sie mir ja leid. Okay, was... Was ist das? Ich kann da gerade nicht so viel... Doch, sie liegt da. Ach, die liegt da. Aber dann noch ohne den Schlafsack. Also das sah zumindest so aus, als würde sie hier nackt rumliegen. Scheint wohl eine ziemlich wilde Party hier gewesen zu sein. Das war das Haus, was wir von da vorne aus gesehen haben. Sagst du da nichts zu Harry? Schade. Oh Gott, ich dachte gerade, ich hätte was gesehen. Ey, das waren nur Schneeflocken. Ich bin aber auch echt ein Schisser. Muss ich ja mal sagen. Wow. Das bin ich wirklich. Vor allem, weil ich mich, wie gesagt, hier so gar nicht mehr dran erinnern kann. Ach so, er kann da rüberklettern. Okay. Ich weiß gerade nicht, was besser ist, ob ich... Was ist da? Da kann ich doch wieder ein Foto machen, oder? Oder sieht das nur so aus? Irgendwas stört doch hier das Signal. Da! Boah, ich hoffe, ich finde viele von diesen Fotos. Irgendwie übersieht man die so schnell. It's my brother. I was just playing. Trying to scare him. I shut him in. But now the water's stewing up. He can't get out. I can't get him out. Ach du Scheiße. War da jemand irgendwie unten in der Kanalisation oder so? Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich hier drin. Krass. Okay, ich glaube, hier ist aber sonst gar nichts mehr. Da können wir auch nichts machen. Das ist halt immer, das fand ich beim ersten Durchspielen oder bei den ersten Malen auch schon irgendwie sehr verwirrend. Oder da muss man sich dann halt seinen Teil zu denken, oh mein Gott, ist das hier dunkel. Da man halt nicht weiß, ja, wer diese Leute sind, um die es da geht in den ganzen Sprachnachrichten. Also jetzt irgendein Mädel, die wohl ihren Bruder da aus Versehen eingeschlossen hat, da fragt man sich ja schon, wer ist das? Was ist das? Das ist auf jeden Fall ein Hanfblatt und daneben ein Vogel, ein Engel, also irgendwas, was fliegt mit Engelsflügeln und Heiligenschein. Okay, kommen wir jetzt hier mal wieder raus, Gott sei Dank. Ich bin ja dann doch lieber irgendwo draußen, als in so einer Kanalisation hier. Keep out. Okay, das Handy nimmt doch schon wieder irgendwas wahr, oder? Oder bilde ich mir das ein? Da ist was. Da. Eine neue Nachricht. Wow, jetzt finden wir aber echt viel.
Kinder im Wald, sucht nicht nach mir. Ich werde bald wieder bei meinem Bruder sein. Hoffentlich kann er mir verzeihen. Es ist so kalt. Es musste so enden. Okay, können wir diesen Kranz hier irgendwie mitnehmen? Nee. Da ist auch noch was. Was ist das denn? Auf ewig beste Freunde. Auf ewig beste Freunde? Wer denn? Das würde ich jetzt gerne mal sehen. Ewig beste Freunde. Jenny, Jen, Ashley, Sandra, Sarah und Jessica. Ich überlege gerade, ob eins von den, ob dieses eine Mädel so hieß, wo wir eine Nachricht bekommen haben in dem Shop da wegen dem Kleid. Boah, Harry, du verwirrst mich total. Wo du immer hinguckst, ne? Du verwirrst mich hier echt so ein bisschen. Haben wir hier einen Generator oder so? Oh Gott, was ist da drin? Eine Murmel, gefrorenes Wasser. Steht aber auch sonst nichts drin. Okay, nehmen wir mit. Ist mal wieder eine schöne Erinnerung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt mir jetzt gerade so vor, als hätte ich dieses Spiel hier noch nie gespielt. Es ist gerade so verwirrend hier für mich, so Karte. Deshalb muss ich da jetzt auch mal drauf gucken. Wir sind da. Ja, wir sind da, das ist gut zu wissen, aber wo müssen wir eigentlich hin? Da, wo das X ist wahrscheinlich, oder? Ja, denke ich mir. Also renne ich einfach mal hier querfeldein, ist das richtig? Gut, einfach mal hier so durch den Wald. Ach, da ist doch was. Oder sind wir jetzt wieder... Ach, jetzt sind wir wieder hier. Irgendwie... Ich habe mich schon wieder verlaufen, wie immer in Silent Hill. Es musste so kommen. Nee, da waren wir doch nicht. Hey, hier ist doch die Angelhütte. Leute. Die mich hier veräppeln? Was sollen das? Moment, ich muss... Bin ich vielleicht falsch gelaufen? Hoffnungslos verloren im Wald. Na toll. Ich laufe jetzt einfach mal hier am Rand entlang. Hätte ich vielleicht doch einen anderen Weg hier nehmen müssen? Ich kann mich erinnern, dass man durch irgendwelche Häuser durch musste, um weiterzukommen. Aber ob das jetzt hier diese Kanalisation war oder das Wasserwerk oder whatever das sein soll. Ich gucke jetzt nochmal eben auf die Karte. Ist jetzt... Kommt jetzt ein bisschen öfter vor, aber... Nee, so gehe ich doch wieder zurück, oder? Ich raff es gerade nicht, echt nicht. Harry, geh da einfach nochmal durch. Weil dieser Weg hier, der kommt mir auch so vor, als hätte ich den noch nie in meinem Leben gesehen. Bin ich hier jemals hergelaufen, als ich das Spiel gespielt habe? Ich weiß es nicht. Naja, okay. Wir finden schon den Ausgang. Irgendwann, irgendwie. Ich muss ja auch sagen, bei den anderen Silent Hill-Teilen, die ich bisher gespielt habe, bin ich ja wirklich immer relativ schnell durchgekommen. Weil ich die Spiele halt schon kenne und ich mich an vieles erinnern konnte. Ja, aber Mensch, hier kommen wir doch nicht weiter. Ach Gott, wir hätten einfach... Ja, wir hätten einfach hierher laufen sollen, oder? Ja, hier sind wir richtig. Genau, hier waren wir noch nicht. Schönes Haus. Wir gehen einfach mal rein. Was sollen wir auch sonst tun? Oh, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Auch dieser Raum kann unterschiedlich aussehen. At least they didn't die in vain. Ja, boah, so ausgestopfte Tiere finde ich ja auch so eklig. Das ist so krass. Boah, immer so ein Hirschkopf auch so. Könnte ich gar nicht in der Wohnung haben irgendwie. Das ist so schlimm. Ich finde das echt heftig. Wow. Nein, auch so einen Bären möchte ich nicht in der Wohnung haben.
Nicht unbedingt. Oh, Schmetterlinge. Wer Silent Hill 1 kennt, der weiß ja, dass Alessa irgendwie Schmetterlinge total toll fand. Oder Motten. Nee, ich glaube Schmetterlinge. Aber sie hatte auch Motten. Und ich glaube bei Silent Hill 3, ja genau in der Kirche, da ist ja auch so ein, ja, wie sagt man, so ein Setzkasten oder so, wo auch Schmetterlinge drin sind. Was ist das? Ist das sowas wie Sagrotan? Ach, da ist wieder ein Schrank. Also, Mann, warum geht denn das nicht so auf, wie ich das will? Ein bewegliches Fest. Ach, das war wieder eine Erinnerung. Mist, die hätte ich mir mal vernünftig angucken sollen. Hier sind wieder die Etagenbetten. Was ist das? Sind das... Oh Gott, das darf ich mir nicht angucken, sonst kriege ich dieses sexistische. Ich glaube, das sind... No bareback in the great outdoors? Ja, genau, es sind Kondome gewesen. Ich habe ja gesagt, ich will kein bestimmtes Ende erreichen, aber ich will nicht dieses sexistische. Das muss dann doch nicht sein. So, was haben wir hier draußen? Noch ein Kanu. Da geht's doch wieder rein. Wo geht's denn jetzt dahin? Das ist doch noch das gleiche Haus, oder? Ah jo. Halt nur so ein extra Raum irgendwie. Da können wir wieder was aufmachen. Boah, ich liebe das, wenn man was aufmachen und was finden kann. Das finde ich toll. Eine Taschenlampe? Ein zerbrochener Schutz. Gut, falls unserer Taschenlampe mal das Licht ausgeht. Nee, Quatsch, ist ja auch nur für diese Erinnerungskiste. War hier jetzt gerade noch was? Nee, ich glaube nicht.